erstmal. Danke, dass ihr da seid. Danke. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. High five. Danke, dass du da bist. Faust geht hoch. Okay. Ich habe was geschrieben, und zwar über etwas, was wir alle haben. Und zwar geht es ums Herz. Ja. Und das ist, wie ich finde, und das ist der Titel, kraftvoller als man denkt. Ich bin ein bisschen philosophisch unterwegs, also verzeiht mir ein bisschen die hochgestochene Aussprache. Okay. Mein Herz macht einen Sprung. Einen Sprung heraus aus einer einsamen Monotonie meines Herzens. Schon so lange wartete ich darauf, dass wieder Leben in meine Brust einkehrt. So lange fragte ich mich, ob es noch Hoffnung gibt. Mein Herz hat viel geweint, war oft unterkühlt, hat oft geschmerzt. Und obwohl es so viel Leid erfahren hat, so viel Kummer und Ohnmacht, der Motor war nie aus. Es hat mich bis heute belebt und mich dadurch wissen lassen, dass es unfassbar stark ist. Es kann so viel ertragen, es kann so viel mehr ertragen, als ich mir vorstellen kann. Wenn ich so nachdenke, komme ich spontan auf Mutter Teresa. Sie muss so viel Leid gesehen haben, sie war an grausamen Orten, hat so viel Leid erlebt und das ist bestimmt nicht an ihrem Herzen vorbeigegangen. Nein, ich glaube, dass es ihr ohnehin schon so großes Herz noch viel größer werden ließ. Vielleicht ist es ja genau das, was so außergewöhnlich ist an ihr. Sie liebte ihren Nächsten, sie liebte die Menschen, sie liebte, ohne auch nur das Kleinste dafür zu verlangen. Brauchen wir denn Schmerz, um Liebe und Glück schätzen zu können? Diese Gefühle scheinen eng beisammen zu liegen, als ob die ohne einander einfach nicht können. Dunkel und hell ist das Leben. Man kann unglaublicherweise allem etwas abgewinnen. Aus allem lernt man, ob bewusst oder eben nicht. Ich kann nicht nur die Sonnenseite wählen, denn wo es Licht gibt, gibt es eindeutig auch Schatten. Und doch ist es dieser Umstand, das uns wachsen lässt. Die Tatsache, dass wir nie sicher sind. Moment. Also die Tatsache, dass wir nie sicher sind, lässt uns eigentlich wachsen. Genau. Jetzt bin ich total aus der Reihe gerutscht. Die Tatsache, dass wir nie sicher sind vor Verlusten, nie sicher vor Rückschlägen, aber auch nie sicher, und das ist ganz wichtig, vor der Liebe und die Liebe, die wir für andere haben, davor sind wir nie sicher. Wir werden immer im Wandel sein, denn wir sind Menschen. Von der Natur aus sind wir Wanderer und stets neugierig und hungrig nach dem Ungewissen und dem Neuen. Kein Wunder, dass es Menschen gibt, die traurig und einsam in ihrer Welt leben. Viele haben vergessen, dass man sein Herz auch wiederbeleben muss. Es ist stark, aber wird nicht stärker werden, wenn du es nicht hin und wieder zum Schlagen bringst. Es ist wie mit einem Auto. Wenn du es nicht ab und zu mit Vollgas über die Autobahn jagst, bekommst du die Rohre einfach nicht frei. Ich behaupte zu wissen, dass der Großteil meiner Artgenossen gut und freundlich ist. Ich behaupte, dass jeder schon besucht wurde vom Schicksal, welches alles auf den Kopf stellte. Ich behaupte, dass die meisten, die sich dem stellten, heute daran gewachsen sind. Ich wünschte, jeder würde mehr auf sein Herz hören. Ich wünschte, jeder wüsste, dass des anderen genauso zu schätzen wie sein eigenes. Ich wünschte, dass Herzlichkeit einfach vor dem Denken kommt. Vielen Dank. Also, ich würde euch gerne einladen, falls ihr die Saarbrücker mal Zeit habt und Lust habt, auch mal hier eine Runde zu schwänzen. Wir haben heute auch geschwänzt. Kommt gerne nach Trier uns mal besuchen. Ihr seid herzlich eingeladen. Fand das heute auch hier absolut lehrreich. Vielen Dank. Was ich noch sagen will, was mir hier ganz extrem gefallen hat, ist einfach, wo dieser Typ, der langhaarige, wo ist denn der? Der hier am Anfang so mit Bombentönen so abgegangen ist. Da, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber einer von den Kids, die hier rumgelaufen sind, sind umgefallen. Der hat sich fallen lassen. Das Kind weiß schon, wenn man so ein Geräusch hört, dass man eigentlich stirbt.
wie alt ist denn das Kind? Ich schätze mal auf 5, 6. 5, 6 Jahre alt. Du weißt schon, dass wenn man Bomben hört, dass Menschen fallen. Wenn ein kleines Kind das schon weiß und wir tun so, als wüssten wir das nicht, finde ich, ist das ganz schön arm. Und von kleinen Kindern können wir echt noch ganz, ganz viel lernen. Schön, dass sie hier sind, dass sie hier rumlaufen dürfen. Das ist ein absolutes Herzensding. Das ist bereichert unwahrscheinlich. Und schön, dass ihr da seid nochmal. Wir sehen uns wieder, hoffe ich. Bis bald. Nee, Schatz. Peace, Leute.